Es ist bereits 7 Jahre her, seit der letzte Potter-Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes in die Kinos kam. Aber auch wenn die Geschichte um Harry bereits zu Ende erzählt ist, wächst das gesamte Universum dennoch immer weiter. Gerade warten wir gespannt auf den neuesten Teil der Fantastischen Tierwesen-Reihe und fragen uns, welche neuen Kreaturen Newt dieses Mal entdecken wird. Doch warum hat eigentlich gerade Newt ein eigenes Spin-off bekommen? Die Welt der Zauberer hat schließlich Unmengen an interessanten Geschichten zu erzählen. Wer würde sich nicht die Prequel-Geschichte des aufstrebenden jungen Tom Riddle ansehen, der eine ähnliche, Heldenreise durchmachte wie Norman Bates in Bates Motel und schließlich auf die dunkle Seite abdriftet? Und wie kam es damals eigentlich zur Gründung von Hogwarts? Wo gingen die mächtigen Zauberer Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin und Rowena Ravenclaw eigentlich zur Schule, bevor es Hogwarts gab? Oder wir sehen den jungen Severus Snape, der sich gegen den fiesen James Potter und seine Rumtreiberbande durchsetzen muss, auch wenn der Bad Boy am Ende dann doch das Mädchen bekommt. Oh, Ways. Oder Rons ältester Bruder Charles Weasley nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise nach Rumänien zu den atemberaubendsten Drachen. Es gibt also noch so viele Geschichten, die erzählt werden wollen und wir wollen sie alle hören. Und da Hollywood bekanntermaßen immer darauf wartet, dass YouTuber ihnen gute Ideen liefern, haben wir das mal in die Hand genommen. Also gibt es hier die 5 Spin-Offs von Harry Potter, die wir uns für die Zukunft wünschen. Das St. Mungo Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen. Wizards Anatomy. Ein gebrochener Arm beim Quidditch-Turnier? Kein Problem, ab zur Krankenstation. Die Knochen sind gar nicht mehr vorhanden? Das könnte schon etwas länger dauern. Was jedoch, wenn man wie Gilderoy Lockhart versehentlich sein eigenes Gedächtnis gelöscht hat? Da kann die Schulschwester dann auch nicht mehr weiterhelfen, also ab zu den Spezialisten. Doch wie sieht eigentlich der Alltag von Zauberärzten aus? Ganz nach dem Prinzip herkömmlicher Krankenhausserien wie Dr. House, Emergency Room, Grey's Anatomy oder Scrubs werden die Ärzte im St. Mungo Hospital ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Doch statt komplizierten Fällen wie die Diagnose oder die Aussprache einer Pneumono-Ultra-Mikroskopik-Silikovulkanokoniosis, was zu Deutsch einfach nur eine Quarzstaublunge ist, würde man sich mit weitaus ungewöhnlicheren Fällen auseinandersetzen. Doch wie sieht so ein Zauberkrankenhaus überhaupt aus? Grundsätzlich ähneln Zauberkrankenhäuser in vieler Hinsicht einem Muggelkrankenhaus mit Stationen und Krankenseelen. Und die sogenannten Heiler werden in den magischen Heilmethoden wie dem Brauen geeigneter Zaubertränke oder der Anwendung heilender Zauber ausgebildet. Wir könnten also junge Heiler bei ihrer Ausbildung begleiten, ganz wie in Scrubs. Dabei wäre der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. In einer Folge könnte ein Patient beispielsweise mit sowas wie Bisswunden, Stichen, Verbrennungen, eingewachsenen Stacheln oder giftigen Kratz- und Schnittverletzungen von verschiedenen Biestern eingeliefert werden. Vom Werwolfbiss bis zur Verletzung durch illegale magische Neuzüchtung könnte alles dabei sein. Vielleicht schaut ja der ein oder andere Hogwarts-Schüler vorbei, der Hagrids Unterricht nicht ganz heil überstanden hat. Oder wie wäre es, wenn im gesamten Krankenhaus eine ansteckende magische Krankheit wie Drachenpocken oder Verschwinditis ausbricht? Wie heilt man jemand, der ständig verschwindet? Und wie heilt man jemand, wenn man selbstständig verschwindet? Oder es müssen Fluchschäden oder sonstige Zauberunfälle geheilt werden. Es könnte ein Patient behandelt werden, der zum Beißen verhexte Schuhe geschenkt bekommen hat und diese nicht mehr ausziehen kann. Außerdem könnten in einzelnen Episoden bekannte Charaktere auftreten. Eine sehr tragische Episode wäre die Einlieferung der Longbottoms, nachdem diese mit dem Cruciatus-Fluch belegt wurden. Mit einem einfachen Wutschen und Wedeln ist es in diesem Fall wohl nicht getan. Die Serie würde sich so auch nahtlos in die Geschichte der Hauptfilme einreihen. Das kreative Krankenhaus belegt bei uns Platz Nummer 5. Hagrid, eine unerwartete Reise. Der liebenswürdige Halbriese Hagrid gehört zu den beliebtesten Figuren aus dem Harry Potter-Universum. Jedoch ist er zum Zeitpunkt des ersten Films bereits über 60 Jahre alt. Seine Vergangenheit wird in den Filmen bisher nur grob angerissen. Ein Abenteuer-Familienfilm im Stil der Hobbit-Verfilmung über die Vorgeschichte des netten Halbriesen können wir uns durchaus vorstellen. Über seine Mutter, von der er seine übermenschliche Größe geerbt hat, ist nicht allzu viel bekannt, außer dass sie die Familie bereits nach wenigen Jahren verlassen hat. Hagrid wird im Anschluss von seinem Vater großgezogen, der ihm neben seinen magischen Fähigkeiten auch ein sehr soziales menschliches Zusammenleben beibringt. Bereits im 2. Schuljahr auf Hogwarts stirbt Hagrids Vater, worauf er Trost bei der Aufzucht von wilden, nicht ganz ungefährlichen magischen Tierwesen findet. Kurze Zeit darauf wird er bekanntermaßen der Schule verwiesen, doch was hat Hagrid eigentlich danach getrieben, bevor Dumbledore ihn als Wildhüter in Hogwarts eingestellt hat? Eines der größten Geheimnisse ist außerdem, wie Hagrid in den Besitz seiner wilden Freunde gelangt ist. Eine beliebte Fantheorie besagt sogar, dass er das Ei, in dem seine Lieblingsspinne Aragog war, von keinem geringeren als Newt Scamander bekommen hat.
So könnte man aus dem Film über Hagrid gar ein Crossover mit den fantastischen Tierwesen gestalten. Durch die Liebe zu jeglichen Geschöpfen dürften sich die beiden äußerst gut verstanden haben. Wir könnten den beiden auf Expeditionen in Urwälder, Wüsten oder die höchsten Gebirge folgen, um Drachen, Hippogreife oder Ähnliches zu finden. Hagrid könnte zudem ein wichtiger Ansprechpartner für Newt werden, wenn dieser beginnt, sein Buch zu schreiben. Auf einer dieser Reisen findet Hagrid vielleicht sogar die Riesin fürs Leben. Möglicherweise lernt er bereits die Halbriesin Olymp Maxime kennen, die in Harry Potter und der Feuerkelch für das trimagische Turnier aus der französischen Zauberschule Beauxbatons nach Hogwarts kommt und später mit Hagrid ins Land der Riesen reist, um diese für den Kampf gegen Voldemort zu gewinnen. Damit auch Hagrid nicht für immer alleine bleiben muss, setzen wir ihn auf unseren Platz Nummer 4. Luna Lovegood, Kill the Quibbler. Luna Lovegood muss eine eigene Serie bekommen. Die merkwürdige Außenseiterin, die scheinbar nirgendwo richtig dazuzugehören scheint, wird in den Potter-Filmen zu einer wichtigen Stütze für Harry in seinem Kampf gegen den dunklen Lord. Doch was macht Luna eigentlich nach ihrem Schulabschluss? Wie wir bereits wissen, ist ihr Vater Herausgeber des Klitterer, wobei der Originalname The Quibbler deutlich weniger anstößig klingt. Der Quibbler ist eine Zeitschrift, die für ihre esoterischen und abstrusen Artikel bekannt ist. In der Serie soll Luna nun die Nachfolge ihres Vaters antreten. Mit der einzigartigen und merkwürdigen Sicht, die Luna auf die Dinge ihrer Welt hat, können viele Zauberer schon seit ihrer Schulzeit nichts anfangen. Alleine das durfte schon für viele komödiantische Momente sorgen. So glaubt sie beispielsweise an die Existenz von Wesen wie schrumpfhörnigen Schnarchkacklern, die selbst in der magischen Welt unbekannt sind und als Aberglaube gelten. Außerdem ist sie von untergründigen Verschwörungen überzeugt, wie beispielsweise, dass der Zaubereiminister Fudge eine Privatarmee aus Heliopathen unterhalte. Die Serie könnte sich aber vorwiegend an Potterheads der ersten Stunde wenden und so erwachsenere politische Themen und Intrigen à la House of Cards behandeln. Ihre naive, aber doch spezielle Art beim Recherchieren einer Story könnte dazu führen, dass sie einer gewaltigen magischen Verschwörung auf die Spur kommt. Möglicherweise war es gar kein Unfall, als Lunas Mutter bei einem ihrer Zauberexperimente tödlich verunglückt ist. Vielleicht war sie selbst etwas Großem auf der Spur, doch hatte keine Möglichkeit, jemanden davon zu berichten, bevor sie von oberster Stelle ausgeschaltet wurde. Während Luna ihre Rückschläge verkraften muss, weil ihr zunächst niemand glauben will, lernt sie Rolf Scamander, den Enkel von Newt Scamander, kennen, den sie nach offiziellen Angaben von J.K. Rowling später heiraten wird. Gemeinsam könnten sie gegen das Ministerium ermitteln. Außerdem könnte Rita Kimhorn oder im Englischen Rita Skeeter als ihre große Gegenspielerin aufgebaut werden, die als reißerische Reporterin für große Zeitungen wie den Tagespropheten schreibt und Luna regelmäßig als unglaubwürdig hinstellt. Ein Zwischenspiel aus Spaß, Liebe, Abenteuer und Intrigen belegt bei uns den Platz Nummer 3. Mr. Ollivanders How I Met Your Zauberstab. Wenn bereits Newt Scamander eine eigene Filmreihe bekommt, nur weil sein Name auf irgendeinem staubigen Lehrbuch für Erstklässler steht, dürfte doch der weltweit beste und bekannteste Zauberstabhersteller erst recht genügend Stoff für eine eigene Reihe bieten. Wir könnten uns die Umsetzung sehr gut als Anthologieserie vorstellen, die im Fachgeschäft für Zauberstäbe in der Winkelgasse spielt. In jeder Folge würden die Hintergründe anderer Zauberer beleuchtet werden. Vielleicht erzählt Ollivander diese Geschichten sogar seinen Kindern wie Ted in How I Met Your Mother. Durch Ollivanders gute Menschenkenntnis würden im Verlauf der Folge immer mehr und mehr Geheimnisse aufgedeckt werden. Dabei könnten bereits bekannte Figuren auftauchen oder komplett neue Charaktere erschaffen werden. Wie lief beispielsweise der Besuch von Tom Riddle im Geschäft ab? Konnte Ollivander bereits erahnen, welche Ereignisse er in Gang setzt, als er ihm sein spezielles Exemplar aushändigt? Wir können uns auch gut vorstellen, dass die junge Minerva McGonagall beim Betreten des Geschäftes bereits genau wusste, welchen Zauberstab sie haben will, bevor es ihr Zauberstab selbst wusste. Und wie lief die Auswahl von Newt Scamanders Zauberstab ab? Möglicherweise hat er sogar ein spezielles Exemplar erhalten, das gänzlich ohne tierische Zutaten auskommt. Hat Ollivander sogar Hagrid dabei geholfen, seinen zerbrochenen Zauberstab zu reparieren, nachdem ihm das Zaubern verboten wurde? Schließlich dürfte es nicht allzu einfach sein, einen Zauberstab in einen Regenschirm zu verwandeln, der immer noch funktioniert. Man könnte sogar dem Ursprung der Magie auf den Grund gehen. Kommen die magischen Fähigkeiten von Zauberstäben ausschließlich vom Hinzufügen tierischer Produkte? Die wichtigsten Zutaten sind schließlich Drachenherzfaser, Schwanzfedern des Phönix, Einhorn oder Velahaare. Und wo bekommt Ollivander überhaupt seine seltenen Zutaten her? Wir könnten zusehen, wie er sich mit dunklen Gestalten einlässt, um Zutaten auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Und da Mr. Ollivander sich an jeden seiner Zauberstäbe erinnern kann, weiß er über die Stärken und Schwächen einzelner Zauberer sehr gut Bescheid. Dieses Wissen wird ihm sicherlich auch ab und an zum Verhängnis geworden sein, denn schließlich haben nicht alle Zauberer nur Gutes im Sinn und Lord Voldemort dürfte nicht der erste Zauberer gewesen sein, der wertvolle Informationen aus Ollivander herausbekommen will. Um Antworten auf all diese Fragen zu bekommen, setzen wir Mr. Ollivander auf unseren Platz Nummer 2. Bartemius Crouch Jr. oder auch Barty Who? David Tennant machte nicht nur als 10. Doktor eine gute Figur, sondern ist uns auch als Potter-Gegenspieler in guter Erinnerung geblieben. Wie und warum der Einserschüler aber auf die Seite des dunklen Lords wechselte, ist nicht genau überliefert. Zeit, das mit einem eigenen Film nachzuholen.
Bartys Vater Crouch Senior erwartet von seinem Sohn absolute Bestleistung und der scheint mit seinen überragenden Schulnoten ganz den Ansprüchen zu genügen. Seine Schulzeit auf Hogwarts schließt er sogar mit glänzenden Resultaten ab. Doch schon kurz darauf wird er verhaftet, weil er im Verdacht steht, selbst ein Todesser zu sein. Der Sohn des schärfsten Voldemort-Verfolgers, selbst ein Anhänger des Dunklen Lords? Er und die Lestranges Bellatrix, Rabastan und Rodolphus werden des Verbrechens angeklagt, die Auroren Frank und Alice Longbottom bis zum Wahnsinn gefoltert zu haben. Doch wie ist er überhaupt in Kontakt mit den Lestranges gekommen? Wurden in Hogwarts bereits unheilige Allianzen geschlossen und dort die Pläne geschmiedet, Voldemort zu seinem Aufstieg zu verhelfen? Warum haben Mitschüler und Lehrer nichts davon mitbekommen? Oder hat man bei einem Musterschüler einfach nicht so genau hingesehen? Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass Dumbledore nicht weiß, was in seinem Schulgebäude vor sich geht. Hat sein Mitschüler Alistair Moody vielleicht bemerkt, in welche Richtung sich Barty Crouch entwickelt? Aber weil er alles andere als ein Musterschüler war, schenkt ihm kaum ein Lehrer Beachtung. Moodys Einwirken auf Crouch entwickelt sich schon bald zur Rivalität. Das Kräftemessen der beiden könnte den spannendsten Faktor des Films ausmachen. Allgemein wird angenommen, dass sich Crouch Senior nur um seine eigene berufliche Karriere gekümmert und seinen Sohn dabei vernachlässigt hat. Der starke Druck, der zudem auf den beeinflussbaren Teenager lastete, hat ihn dann womöglich an die falschen Leute wie die Lestranges geraten lassen. Dazu würde passen, dass er bei der Verhandlung als einziger der Angeklagten stets seine Unschuld beteuert hat. Womöglich war er tatsächlich kein Strippenzieher, sondern lediglich ein fehlgeleiteter, hilfesuchender Junge. Um Stärke zu demonstrieren, verurteilt ihn sein eigener Vater schließlich zu lebenslanger Haft. Nachdem er aus Azkaban fliehen kann, indirekt am Tod seiner Mutter schuld ist und von seinem Vater mit Hilfe des Imperiumfluchs über ein Jahrzehnt zu Hause gefangen gehalten wird, hat er niemanden, bis der dunkle Lord wieder nach ihm ruft. Für dieses düstere Ende vergeben wir den Platz Nummer 1. Natürlich gibt es noch Unmengen an weiteren Möglichkeiten. Wie wäre es, wenn Molly Weasley ihre eigene Backshow bekommt? Welche Gestalten gehen im tropfenden Kessel ein und aus? Und kommen die Dursleys überhaupt zurecht, nachdem sie Harry als Prügelknaben verloren haben? Würdet ihr euch eine Late-Night-Show mit Gilderoy Lockhart anschauen? Oder habt ihr sogar noch bessere Ideen? Verratet sie uns in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr möchtet, dass wir noch mehr über Potter machen, dann brauchen wir euren Support. Klickt euch auf Patreon oder Steady und sichert euch Bonusmaterial oder lasst uns ein einmaliges Trinkgeld per PayPal da. Die Links sind in der Beschreibung. Und jetzt noch viel Spaß mit diesen beiden Videos.